Bisher trug John Jason Peterka ein Schutzgitter, so wie es Vorschrift ist. Doch jetzt, endlich volljährig, hat JJ eine neue Sicht aufs Eishockey. Der Stürmer des EHC Red Bull München hatte am 14. Januar Geburtstag und darf ab jetzt ohne Gitter spielen. So wie alle Mannschaftskollegen trägt John Jason nun ein Halbvisier aus Plexiglas. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall was anderes. Zahnschutz auch schon gemacht. Wurde nur abgeschraubt, mir wurde dann so ein Schweinchen oben auf den Helm am Anfang und ja. On his birthday, brought a cake in for the boys. An seinem Geburtstag hat er für alle Kuchen mitgebracht und als das Gitter abgeschraubt wurde, hat er gestrahlt. You could see the delight in his face. In seiner ersten Saison reitet John Jason auf der Erfolgswelle. Als Jüngster im EHC-Team hat er einen Stammplatz. Ich denke mal, der München hier ist einfach alles sehr gut und auch von der Infrastruktur einfach sehr gut hier. Und ja, Vertrauen vom Coach kriege ich ja auch, deswegen ist, denke ich mal, eine sehr gute Entscheidung gewesen. Im Jahr 2020 läuft es für den EHC Red Bull München noch nicht rund. Von 4 Spielen konnten die Münchner erst eines gewinnen. Als nächstes geht es in den hohen Norden zu den Fishtown Penguins Bremerhaven. Wenn wir nach Bremerhaven kommen, sind die Fans immer sehr laut und freuen sich, dass ihre Mannschaft gegen uns spielt. Krisenstimmung haben wir nicht. Wir sind immer noch Erster und dann wollen wir halt den Vorsprung jetzt wieder anfangen auszubauen. Das Auswärtsspiel in Bremerhaven bringt mit 822 Kilometer die weiteste Reise für ein Spiel in der deutschen Eishockeyliga. John Jason Peterka hat dabei nun freie Sicht auf das Geschehen.